passierte eben am Stadion Sihl und dies hier in der Bad Bergstraße. Drei Ungarn in Front. Man merkt es, wenn die Fahrer ein ganz klein wenig zu viel Gas geben, schon fängt das Hinterrad an, Betrieb zu machen. Also hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Lovasi Sabonoc, die ersten drei in diesem Lauf der Zweizylinder 250 Kubikzentimeter Klasse. Und gleich werden hier, wie es ausschaut, die ersten Überrundungen fällig sein. Lovasi, da ist Sabo und hier Notch. Seine Schleusen wieder einmal geschlossen. Wie lange? Wir hoffen, es bleibt so. Volkmar Krause aus Hohenstein-Ernstthal steht hier. Auch bei ihm Feierabend. Ja, hier sehen wir noch einmal den Laszlo Nagy. Oh, da zu rudern hier, dass es sauber das Motorrad herumbekommt. Und hier kann man auch schön sehen, auf welch kleiner Fläche die Reifen auf dem Boden aufliegen. Genügt, wie gesagt, das berühmte Quäntchen zu viel und schon ist Feierabend, ist die Maschine nicht mehr zu beherrschen. Da hat sich doch jemand empfohlen. Die Startnummer 40, Sabo, ist auf und davon auf der Abfahrt. Hat hier eine ganz schnelle, kurze Strecke gefahren, Sabo, dann 30 Meter hinter Lovasi, weitere 20 Meter dahinter, da kommt schon Nagy. Und wenn ich recht gesehen habe, dicht hinter diesen drei Fahrern mit der Startnummer 14, Johannes Gehrer, der Showpower, der 1985 Vizemeister unseres Landes wurde, 86 seine große Zeit, sein großes Jahr hatte, da holte er sich den Meistertitel und war auch Pokalsieger im Pokal für Frieden und Freundschaft nach tollen Rennen, die er gefahren hat. Und heute scheint es ganz so, als möchte er an diese Tradition von vor zwei Jahren anknüpfen. Und ich staune, wie er sich auf diesem regennassen Kurs hält. Er jedenfalls ist schneller geworden. Sabo. Da kommen seine Kontrahenten und da ist er auch schon, Johannes Gehrer mit der 14. Er hat die beiden Ungarn vor sich und das stimuliert natürlich. Einer der Hohensteiner hat heute schon solch ein großes Rennen gefahren, nämlich Uwe Wächter. Vielleicht kann Johannes Gehrer etwas Ähnliches tun und für einen... Na, Überraschung, zumindest Teilerfolg hier für die DDR-Mannschaft sorgen. Mit der Startnummer 52 verabschiedet sich Zbigniew Promko aus der Volksrepublik Polen. Für ihn da oben an der Strecke, das ist am Badberg, Feierabend. Offensichtlich ist Janusz Sabo sehr gut von der Box informiert worden, denn er fährt hier doch sehr, sehr flott für diese Fahrbahnverhältnisse und versucht auch den Abstand zu seinen Hinterleuten zu vergrößern. Kurzer prüfender Blick. Da ist Lovasi, da ist Nagy und da haben wir Johannes Gehrer.
Und Kehrer bleibt dran, versucht an Lovashi heranzukommen, an Nordschleswig. Hier noch einmal die Studie in der Kurve der Jugend vom Spitzenreiter der Startnummer 40, dem Ungarn János Szabor. Im Vorjahr stand er hier auf dem Siegerpodest, der Budapester mit seiner Yamaha. Sehr sauber. Da sind sie original schon wieder auf dem Wege zu Start und Ziel. Der Janosch. Und jetzt lohnt es schon fast einmal zur Stoppuhr zu greifen. Hier unten kommt der Johannes Kehrer. Hier oben ist der Janosch. Johannes Kehrer, ich habe jetzt Kehrer als Dritten gesehen. Jetzt müssen wir mal hier schauen. Ja, ja, da fehlt einer. Und zwar die Startnummer 41. Er ist vorbei. Also Lovashi. Lovashi jetzt zurückgefallen auf den vierten Platz. Eine gute Leistung. Oben deutete sich einiges an. Johannes Kehrer hat es in dieser Runde schon wahrgemacht, ist auf den dritten Platz nach vorn gesprungen und hat Lovashi jetzt in die Position 4 verwiesen. Da unten ist wieder der Spitzenreiter János Szabor, eingangs Badberg. Oh, auch das war wieder so ein kleiner Lenker, der Zeit kostet und der vor allem in die Glieder geht. Denn auch bei solch einem Fahrer bleibt es dann der Kreis nicht aus. Der nächste Ungar schaut sich auch schon an. So, dann gucken wir uns die ganze Geschichte noch einmal an. Jetzt kommt er da drüben an diesem kleinen Punkt an, da ist die Straße ausgebessert. Und da ist nichts mehr mit durchziehen. Schon kommt man ins Rutschen. Aber für solch einen Klassemann wie János Szabor kein großes Problem. Schauen wir jetzt noch einmal auf die Tabelle der ersten fünf. Also Szabor führt weiterhin das Feld an. Vor der Startnummer 45, vor László Notch. Dritter nunmehr Johannes Kehrer, dann vierter mit der 41 der Ungar Lovashi und fünfter José Lazo. So, damit haben wir die ersten fünf. Und gefahren wird zurzeit die sechste Runde. Noch ist die Strecke regennass und birgt so viele Probleme in sich. Ein schneller Blick auf den Start- und Zielturm mit der elektronischen Zeitnahme, die hier für die richtigen Zeiten sorgt. Noch vier Runden sind zu fahren, wurde dort oben angezeigt an diesem Turm. Auch das gehört zum Service für die Rennfahrer. Ja, wesentlich eher wird jetzt angebremst da unten. János Szabor im Queckenberg. Und trotzdem ist er noch sehr, sehr schnell hier oben. Wieder der prüfende Blick nach hinten. Wo bleiben die Nächsten? Die Verfolger. Notch ist da. Auf Platz 3 bleibt Johannes Kehrer. Vierter mit der 41 Lovashi. Fünfter konnten wir eben auch noch mitbekommen. Das war
war jetzt die 24. Da hat sich auch noch etwas getan. Lothar Neukirchner ist in die fünfte Position nach vorn gefahren. Jetzt fehlt mir José Lazo. Der ist in dieser Runde noch nicht durch. Nein. Also Lazo bei uns in dieser Runde nicht durchgekommen. Neukirchner einen Platz weiter nach vorn gerutscht. Das sieht gut aus für die DDR-Mannschaft in der Pokalwertung. Auch hier wieder dieses kleine Wegwischen, aber inzwischen hat er sich wahrscheinlich daran gewöhnt. Janusz Szabo nimmt den steilen Anstieg, die 11%, wieder in Angriff. Ist schon wieder nach oben. Und nun können Sie selbst sehen, wie groß die Pause ist. Hier ist das der zweite. Da kommt der dritte, das ist Janis Fehre. Und hier der vierte Lovaschi. Also doch schon beachtliche Zwischenräume. Auf diese großen, langen Geraden, da ist es möglich, dass man den Vordermann noch sieht. Ehre. Und die Überrundungen laufen weiter. Janusz Szabo zieht hier an Ulrich Dietz von Wismut Aue vorbei, nimmt ihm eine Runde, nimmt ihm 8,6 Kilometer ab. Da sind die Nächsten. Oh, hier tut sich wieder etwas. Da wird doch nicht der Johannes einen Angriff auf Notsch wagen. Szabonocz und Kehrer. Der momentane Stand. Wie aber wird es hier unten bei unserem Start und Ziel aussehen? Schon eine ganze Reihe von Fahrern hier ausgestiegen, die auf dieser nassen Fahrbahn mit ihren Motoren Schwierigkeiten bekamen. Szabo nicht, er fährt weiter und fährt auf dem Trackstand. Ausgang der siebenten Runde. Szabo ist durch. Na, wer kommt als Zweiter? 41, 14. Da hat Lovaschi wieder aufgemacht. Da hat Lovaschi wieder Gas aufgemacht. 45 haben wir hier. Zweiter, dritter. Und dahinter kommt Kehrer, der jetzt zurzeit auf Platz Nummer 4 liegt. Also Lovaschi hat sich wieder nach vorne gefahren, Drei Ungarn wieder in führender Position. Das kann noch interessant werden auf diesen Schlussrunden. Jetzt kommt es schon wieder zu einem Zweikampf zwischen Notch und Lovaschi. Ja, ja, und Kira hier. Auf Platz 4. Lovaschi jetzt Zweiter. Das will aber noch nicht sagen. Denn Ishvar Notch ist auch kein heuriger Hase. Aber zurzeit auf Platz 3. Und hier sehen Sie Janis Fehre in der vierten Position. Für ihn Feierabend. Na, wird's noch einmal losgehen? Immer schwierig zu sagen, ob die Motoren noch einmal kommen oder ob es schon gar zu spät ist.
Man erkennt sie schon an der Geschwindigkeit, am vorgelegten Tempo, dass sie die führenden Männer sind. Johannes Kehrer hat hier ein wenig den Anschluss an diese beiden verloren. Lovasi ist wieder mit dabei. Notch geht innen durch. Bleibt auch von, ja, Notch vor Lovasi. Sabo lange durch, da auch Johannes Kehrer. Zwischen ihm und den nächstfolgenden Fahrern klafft dann schon ein erhebliches Loch. Und weil es so schön war, zeigen wir Ihnen das gleich noch einmal, wie diese beiden sich hier in der Kurve einen ausstechen. Er links hat das bessere Ende für sich, weil er sehr schön innen bleiben kann. Den anderen drückt hinaus und nun heißt es umsetzen. Und das kann Notch am besten. Und so hat er sich einen Platz wieder nach vorn gearbeitet. Nächste Überrundung durch durch Sabo. Und schon ist er wieder im Beckenberg. Oh, auch das war ein klein wenig zu kräftig. Er zeigt schon an, in Zukunft etwas vorsichtiger. Er wusste, wo der Fehler lag. Dieser Mann, Uwe Leonhard von Wismut Aue, bereits eine Runde zurück. Übrigens, Leonhard war in Poznan 8er, also auch kein schlechter Mann. Hier die beiden Kampfhähne, die sich um die Plätze 2 und 3 streiten. Und da haben wir wieder Lovasi vor Notch. Und die beiden werden sich noch ein faustiges Ding bis zum Schluss liefern. Etwas weiter zurückgefallen, auch Johannes Kehrer, der den Anschluss an diese beiden Ungarn nicht mehr herstellen konnte. Bislang nicht. Hier sind sie noch einmal. So, die beiden rüsten offensichtlich langsam, aber sicher zum Endkampf. Denn es läuft die 9. und damit letzte Runde. Kann Johannes Kehrer noch einmal etwas zusetzen? Ich glaube es wohl kaum. Aber selbst dieser 4. Platz, wenn er ihn ins Ziel bringt, ist für Johannes Kehrer eine sehr gute Platzierung. Das wollen wir nicht verkennen. Hinunter zur MTS-Gruppe, der weite Weg. Und hier wartet er schon wieder. Start- und Zielrichter mit der schwarz-weiß karierten Flagge, die dem Sieger und dann allen anderen Fahrern, die nach ihm den Zielstrich überqueren, gezeigt wird. Aber noch ist es nicht so weit. Noch muss Janos Sabo hier hinüber zur Kurve der Jugend und dann noch einmal die lange Abfahrtsstrecke in Angriff nehmen. Jetzt kann er eigentlich beruhigt fahren. Ah, das tut er auch sehr sauber, wie wir es von ihm sonst gewöhnt sind. Nein, es kommt keiner. Und nun hinunter. Für ihn müsste eigentlich dieses Rennen gelaufen sein. Hier noch einmal die Kurveneinfahrt. Auch hier wieder sichtbar. Nur auf einem kleinen Quäntchen, es ist nicht größer als ein 5-Mark-Stück, ruht die Last der Maschine auf den Reifen und stellt die Verbindung zur Straße her. Umgesetzt. Das Körpergewicht hilft mit und so kann man mit relativ hoher Geschwindigkeit durch solche Kurven hindurchfahren. Es wird zum Halali geblasen, die letzten Meter, die Abfahrtsstrecke für Janos Sabo.
unten durch den Eingang Queckenberg. Den nimmt er jetzt in Angriff. Und kommt auf die Start- und Zielgerade, gewinnt den Lauf der 250 Kubikzentimeter Zweizylinder. Zweiter wird mit der 41 István Lovasi und dritter Notch. Vierter Halt, den erwarte ich noch. Hier kommt er. Vierter Johannes Kehrer. Damit haben wir einen dreifachen ungarischen Erfolg in dieser Klasse. Aber Moment, da hat sich noch etwas ereignet. Ja, das ist mir beinahe entgangen. Nämlich die Startnummer 24, Lothar Neukirchner von Wismut Aue, ist auf den letzten Metern hier praktisch herunter noch an Johannes Kehrer vorbeigezogen, sodass Neukirchner auf Platz Nummer 4 und Kehrer in die fünfte Position kommt. So, und nun schnell nach unten zu Achim Schröder, der sicher schon bei einem unserer DDR-Fahrer steht. Ja, Martin Walter, Sie können mich sicherlich noch nicht sehen, aber ich bin unterwegs. Ich hoffe, dass die Mikrofonstrippe so lang reicht, denn die Fahrer haben hier eine sehr weite Auslaufzone. Ich sehe hier Johannes Kehrer, vielleicht gelingt es mir, zu ihm hinüberzukommen. Moment. Johannes, erstmal Glückwunsch.